Die Corona-Maßnahmen seien erfolgreich gewesen, erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Mittwoch per Livestream. Durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens habe man bisher eine Überlastung der Krankenhäuser verhindern können. Die Krankenhäuser sollen auch in den kommenden Wochen und Monaten nicht überlastet werden. Dennoch haben Bund und Länder Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Diese treten ab dem 20. April in Kraft. Wie können wir unser Land wieder verantwortungsvoll öffnen? Das sei die Kernfrage gewesen, mit der sich die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundeskanzlerin beschäftigt hätten. Damit die Zahl der Corona-Infizierten in den kommenden Tagen nicht allzu stark in die Höhe steigt, habe man sich deshalb für eine schrittweise Lockerung der Maßnahmen entschieden. Die Zahlen explodieren sehr schnell, lassen sich aber nur sehr langsam und nur mit einem riesigen Aufwand wieder senken. Fehler beim Hochfahren müssten wir mit einem extrem hohen Aufwand, extrem langen Beschränkungen und extrem hohen Kosten bezahlen. Die Lockerungen sehen folgendermaßen aus. Kleinere Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sowie Buchhandlungen, Fahrradhändler und Autohändler dürfen ihre Tore wieder öffnen. Alle müssen jedoch strenge Konzepte zur Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregeln befolgen. Friseure bleiben wohl noch bis zum 4. Mai geschlossen. An diesem Tag soll es auch in den Schulen langsam wieder losgehen. Das hat das baden-württembergische Kultusministerium bekannt gegeben. Demnach sollen zuerst diejenigen Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht kommen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen. Die Schulen sollen sich außerdem jetzt auf die Abstands- und Hygieneregelungen und deren Umsetzung vorbereiten. Die Kindertagesstätten bleiben weiterhin geschlossen. Die Notbetreuung wird laut Kretschmann auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet. Großveranstaltungen und Gottesdienste wird es auch in der kommenden Zeit nicht geben. Wir werden aber auf die Glaubensgemeinschaften zugehen und gemeinsame Lösungen entwickeln, wie sie in Zukunft bald wieder Gottesdienste unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln feiern können. Auch kündigte Kretschmann an, dass es wahrscheinlich schon bald eine App geben werde, über die eine Patientennachverfolgung gut möglich sei. Außerdem würden die Gesundheitsämter personell aufgestockt. Dadurch erhofft sich die Landesregierung, Infektionsketten besser durchbrechen zu können. Der Ministerpräsident richtete darüber hinaus einen Appell an die Bürger. Denn wenn wir leichtsinnig werden und uns verhalten wie vor der Krise, dann wird diese Öffnung scheitern. Dann gefährden wir alles, was wir in den letzten Wochen mühsam aufgebaut haben. Dann droht eben eine zweite Infektionswelle mit dann schlimmen Folgen für die Gesellschaft, die Wirtschaft, aber auch für unsere eigene Gesundheit. Es komme deshalb weiterhin darauf an, dass die Menschen die Abstandsregeln befolgen. Außerdem empfiehlt die Landesregierung das Tragen von Mundschutzmasken in der Öffentlichkeit. Dabei gehe es eben nicht um medizinische Schutzmasken, sondern um selbstgenähte oder gekaufte Behelfsmasken. Eine Rückkehr zur Normalität hält der Ministerpräsident erst für möglich, wenn ein Impfstoff gefunden ist.